Ja, heute für euch kurzfristig. Wo sind wir? Wo sind wir? Wer errät's? Natürlich BMW World München. Gehen wir mal rein. BMW World hat noch offen. Würde ich sagen, nehme ich euch mal mit rein. Bis gleich. Ciao. Ja, das Sven und ich, wir sind jetzt in der BMW World. Wir können gerade mal hier schon durchschwenken. Gerade sind wir bei Mini. Da laufen wir gleich nochmal ausführlich durch. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, auf das Thema mit der Ladestation. Die gibt es ganz normal bei jedem BMW-Händler. Liegt bei 899 Euro, exklusive Einbau. Da kann man sich ein Angebot machen lassen. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber das könnt ihr ganz normal kaufen und bei euch quasi im Haus oder am Haus einbauen lassen. Leider haben wir keinen Selfie-Stick dabei, weil wir wussten nicht, dass wir da hingehen oder das war nicht geplant. Jetzt kurz zum neuen 5er. Ich schwenke gerade mal kurz die Kamera um. Hier sind wir jetzt bei der Edelmarke angelangt, in dem Fall Rolls-Royce, mega schön. Auf jeden Fall haben sie das Museum richtig, richtig schön gemacht, beziehungsweise die BMW-Welt, richtig schön was zu sehen. Gefällt mir sehr, müssen wir mal echt mal hingehen bei Tag, wenn wir mal Zeit haben, mal ganz in Ruhe mal durchlaufen. Ja, jetzt stehen wir hier wohl gerade vor den Fahrzeugen des stärksten Buchstabens, in dem Fall von den M-Modellen. Wir haben hier den aktuellen V8 Biturbo. Hammer, das ist richtig schön, was man hier sieht. Im Hintergrund seht ihr den BMW M4. Auf der linken Seite haben wir einen BMW M6 mit einer relativ besonderen Farbe, würde ich mal sagen. Ist alles richtig schön stimmig gemacht. Gefällt mir. Kann man auf die einzelnen Bauteile zugreifen, schauen, was macht. Hier die Valvetronic Verstellung. Richtig gut gemacht. Gefällt mir.
Ja, wir haben hier den neuen BMW M5. Das Auto ist einfach traumhaft. Das ist ein wunderschönes Fahrzeug. Von links an BMW M4, danach BMW M6, dann der M3 und ganz rechts der neue BMW M5. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch hoch. Ich glaube, oben hat es Motorräder, gell? Gehen wir oben mal gucken, was oben so abgeht. Bis gleich. Ciao. Ja, jetzt sind wir im ersten Stock oder im oberen Stock. Und zwar haben wir hier die ganzen Motorräder von BMW vertreten. Hier rechts die S1000R. Ist ja euch bekannt. Dann BMWs Steckenpferd, die GS-Modelle. 1200 Adventure. Und hier natürlich die 800er GS. Und hier hinten 1200er GS. Haben sie richtig schön gemacht hier. Richtig, richtig gut. Macht richtig Spaß. Bin mal gespannt. Das ist zwar jetzt nur so ein Kurzvideo. Wir haben hier Agrapovic Einschaltdämpferverbot an der 750 GS. Bin echt mal gespannt, ob ich daraus euch ein bisschen was zusammenschneiden kann. Aber wie ihr seht, richtig schön gemacht. Hier drüben sind da schön dann die Autos zur Auslieferung. Ha, Stefan, hä? Da wäre ich jetzt auch gerne. Aber es dauert noch ein wenig bei dir. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir euch da einen kleinen Einblick zeigen konnten. Wie schon gesagt, es war unvorhergesehen, das heißt, wir waren auch nicht ausgestattet. Aufnahmen sind alle vom Handy gemacht. Wir werden bestimmt mal wieder in der Nähe sein, mit ausgestattetem Material. Und da werden wir euch mal was Schönes zaubern. Für den kurzen Besuch sage ich mal ganz vorsichtig, ja, X3 mit in den Weg eingestellt, läuft bei uns. Für den kurzen Besuch würde ich sagen, hat es sich gelohnt. Vielleicht ist euch auch mal eine Reise wert nach München. Jetzt würde ich sagen, bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.